Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wir fangen an mit dem Leon-Szenario. Ich muss ehrlich zugeben, dass das Leon-Szenario mein least favorite ist. Mein liebstes Szenario ist eigentlich das Jake-Szenario, weil ich finde, dass das die schönsten Welten hat, in denen wir uns bewegen. Wir fangen jetzt an. Wir spielen auf Schwierigkeitsgrad normal. Bildschirm ist, wenn man im Koop-Modus spielt, das tun wir leider nicht. Koop-Modus ist, ne? Ja, das ist das Problem, wenn man keine Freunde hat. Wir können uns aussuchen, als wer wir spielen. Ob wir als Leon spielen möchten oder ob wir als Helena spielen möchten. Ich werde immer mal wieder wechseln, aber ich werde in diesem Fall dann doch Leon nehmen. Ja, jetzt können wir hier noch den ganzen Zug. Wir sind offline, weil ich habe kein Netzwerk angemeldet, damit wir so ein bisschen weniger Stress haben mit Internetausfällen etc. Und ich möchte auch mit niemand Fremdem eine Koop spielen, den ich nicht kenne. Nein, nein. Nee, es macht echt Spaß als Koop. Ich finde es ganz cool. 5 auch. 5 hat mir als Koop immer gefallen. Vor allen Dingen, weil ich 5 nur als Koop gespielt habe und alle immer über Sheva gelästert haben und ich habe immer Sheva gespielt. Ich war gut. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Allen Nationen zusammen, wir tragen die Verantwortung. Wir müssen die Wahrheit ans Licht ziehen. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wird Zeit haben. Wenn wir überhaupt eine Chance haben. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall-Oaks-Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Wie, wir waren schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hat da eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur. Wenn Sie mit mir kommen, schon. Wie wäre das jetzt wohl ausgegangen, wenn er gesagt hätte, nö, was redeten die für ein Scheiß? Wäre auch mal interessant gewesen. Ich habe jetzt hier erschwerte Verhältnisse, weil sich gerade eine Katze auf meinem Schoß hier eingebettet hat. Ich versuche jetzt mal irgendwie hier mich sinnvoll. sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ihr das. Ja, ihr könnt es nicht sehen. Ich sehe es gerade. Ja. Hoffentlich kriege ich das einigermaßen hin, so. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Okay, dadurch, dass ich in der ersten Recording-Session schon hier war und weiß ich, dass wir hier momentan nichts finden können. Das heißt,
Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Das heißt, ich rushe jetzt hier so ein bisschen durch, weil es hier halt nichts gibt. Ernsthaft jetzt? Okay, dann machst du halt mit. Ja, das irritiert mich jetzt gerade doch so ein bisschen. Okay, ich versuche mich jetzt zu konzentrieren und ernst zu bleiben. Immerhin ist das hier ein todernstes Spiel, was wir spielen, ja? Ja, ich liebe dich auch, Katze. Oh Mann. Ja. Okay. Das macht mich nervös. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass wir hier nichts finden und dass wir einfach nur frontal zur nächsten Tür gehen müssen. Und dann geht's schon weiter. Wenn Sie einen sehen, ziehen Sie am besten auf den Kopf. Sehr gut. Das passt jetzt gerade so gar nicht. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade. Okay, jetzt legt er sich hin, das ist schon mal gut. Sorry. Das macht er sonst nicht, ich weiß nicht, was er gerade hat. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Helena brabbelt irgendwas im Hintergrund rum. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Ich weiß. Ich find's witzig, dass hier ein Empfang stattfinden sollte für den Präsidenten. Die quasi sind mir immer dazwischen. Finden wir es heraus. Weil, ich meine, ich arbeite in einem Hotel und das ginge gar nicht, dass solche Dinge wie Besen und Leiter dann und Kartons da einfach noch sichtbar wären, wenn hier so ein gigantischer Empfang geplant wäre für den Präsidenten. Das ist so ein No-Go. Von daher finde ich das sehr interessant, dass die da sowas hingemacht haben. Hier liegt übrigens nirgendwo irgendwas. Ich habe das alles schon durchsucht. Wir kriegen erst ein bisschen später, kriegen wir was, aber hier ist im Moment gar nichts. Letztes Mal, wo ich das gespielt habe, hatte ich die Einstellung ein bisschen dunkler. Deswegen bin ich fasziniert, dass das jetzt doch... Ich habe lauter Katzenhaare jetzt im Gesicht. Ah. So. So, mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt endlich ein bisschen schneller laufen können. Das ist eine absolute Erleichterung. Ach so, Moment, hier ist eine Tür. Halt! Nicht schießen! Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie, lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich. Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. So, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das hier echt... Dass es mir super viel Spaß gemacht hätte, dieses Spiel in der Koop zu spielen. Laufe ich jetzt wieder falsch weg? Laufe ich jetzt in die falsche Richtung? Nein. So. Sie haben Angst. Oh. Mäuschen. Mäuschen, Mäuschen. Wo lauft ihr hin? Sehr süß. Laufen wir gerade zurück? Das kommt mir so bekannt vor. Ah, wir laufen zurück. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo es herging.
Ich glaube hier. Ich finde diese Lampe an seinem Kopf hier, finde ich richtig cool. Also ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, nicht gerafft, dass das Lampe ist und habe gedacht, das wäre so ein bisschen wie bei Asterix erobert Rom mit diesem Hellseher, der so die Augen zum Leuchten bringen kann. Das Blöde ist, die quatschen mir immer dazwischen. Ich bin jetzt halt echt am Überlegen, ob ich einfach die Untertitel anschalte, dass ich weiter quatschen kann. Weil der Sinn eines Let's Plays ist es ja, dass man redet. So. Jetzt weiß ich halt, dass hier oben was liegt. So. Das ist auch, glaube ich, das Einzige. Wie viel Zeit uns wohl noch bleibt, bis diese Leichen auferstehen? Was man hier oben finden kann. Ich finde es auch witzig, dass er sich jedes Mal die Augen zuhält beim Blitz. So, das wäre jetzt auch schon so ein Kandidat, den man einfach mal abschießt und nicht irgendwie hilft, die Tochter zu suchen, sondern der röchelt schon weg. Ganze Arbeit könnte man sich sparen. Aber Leon, der Menschenfreund. So, hier gab es, glaube ich, auch nichts. Obwohl mich das hier so ein bisschen an Silent Hill erinnert. Findet man den Ring of Contract, heißt das Ding. Ich weiß nicht, Deutsch, ja, Ring des Vertragsring? Ich glaube, Schwurring heißt er auf Deutsch, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Wir wurden am Handy unterbrochen. Oh, was für ein netter Mann, der lacht voll. Na. So. Grundprinzipiell folgen wir halt einfach diesem Typen, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr. Das Blöde ist diese Schleicherei. Ja, man schleicht immer nur so einen Meter und dann geht's wieder. Oh, da bellt was. Ratten hatten wir schon. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. So, in einem normalen Resident Evil müssen wir jetzt, um den Aufzug wieder in Gang zu bringen, 30 verschiedene Embleme finden oder irgendeinen Schlüssel mit einer Gravur von einem Ritterschädel oder was auch immer, ist hier nicht. Die Rätsel sind hier wirklich minimalst. Das ist halt leider so ein bisschen schade, finde ich. Also der Rätselcharakter, der gehört einfach zu Resident Evil dazu und der geht halt total verloren. Und das fehlt mir auch so ein bisschen. Also, dass man da so einen ausgewogenen Dingsbums hat zwischen Rätseln und halt dem Action-Teil. So. Öffnen wir die Tür mit der blutigen Hand, das ist immer vielversprechend. Heißt meistens was Gutes. Ich ziele nicht. Ich drücke gerade gar nichts. Das macht er automatisch. Obwohl ich es gern würde. Liz! Jetzt wollte ich gerade eine Nuss essen. Aber ich dachte, es wird länger. Wo sind Mama und Leon? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Kaffee und Donuts. Oh, die kuscheln. Hat was Bequemes, aber auch was merkwürdig. Hat der Pipi im Schritt? Sieht so aus. Okay, wir können uns immer erst bewegen, wenn hier wir diese hier, die können wir nicht überholen, die zwei. Sie hat sich, glaube ich, auch in die Hose gemacht. Also finde ich, es sieht so aus. Ich weiß es nicht, vielleicht soll das das auch wirklich darstellen. Aber ja, wir helfen den beiden auch nicht. Die sind beide verletzt, denen geht's beiden schlecht. Wir helfen denen nicht. Wozu?
ist überbewertet, finde ich. Dass einer von uns jeweils einen von denen stützt. Nee. Obwohl ich wahrscheinlich auch eher bei meiner Waffe bleiben würde. Kann ich jetzt mal vorbei? Räumen wir das aus dem Weg. Genau. Das schwere Hindernis räumen wir aus dem Weg. Also das sind dann schon so ein paar Momente, wo man sich dann fragt, so. Logik, aber Computerspiellogik. Existiert nicht, das wissen wir. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich jemals von einem Wissenschaftler gehört habe, was logisch sein soll, ist Angry Birds. Das soll von der physikalischen Seite her aus top sein. Ja. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Ich habe von Physik leider gar kein... Was heißt leider? Ich habe von Physik keine Ahnung. Ich hatte noch nie so wirklich Interesse daran. Mein Fachwissen beläuft sich auf andere Gebiete, die man im Alltag nicht so häufig nutzen kann. Alles wird gut, Lissy. Du kommst wieder in Ordnung. Papa. Wir sind fast da. Schießen Sie! Aber... Ach, Mist! Also, falls ihr euch wundern solltet, das erkläre ich euch auch noch, aber die labern jetzt gleich wieder. Wusste ich. Ich glaube das nicht. Müssen Sie aber. Entweder Sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Es hat so ein bisschen was von einem Hogwarts-Logo, finde ich gerade. Wie ich bereits erwähnt habe, müssen wir unsere Charaktere aufleveln. Sind die alle tot? Ah, das hasse ich an Konsolen, dass die so unpräzise sind. Das nervt halt wirklich. Also wenn man halt wirklich präzise Kopfschüsse setzen möchte, dann muss man eine PC-Version spielen. Weil man halt einfach mit der Maus wesentlich präziser zielen kann, als mit einem Controller. Das nervt halt. Ach, da konnte ich noch jemanden zermatschen. Warum kann ich es jetzt nicht mehr? Ich wollte ihn zermatschen. Alter, der hatte... Okay, ich bin über ihn drüber gestolpert. Kann ich wen Matschi-Matschi machen? Wie gesagt, wir müssen hier unsere Charaktere aufleveln. Und zwar folgendermaßen, Dinge wie Waffenpräzision etc. Das sind alles Punkte, die halt aufgelevelt werden müssen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe keine Munition. Haben die hier nicht Munition verloren vielleicht?
Weil ich glaube nämlich, ich bin mir da nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir teilen uns die Munition. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die KI einstellen können von ihr. Dass sie halt irgendwie munitionssparend arbeitet. Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. So, das weiß ich leider nicht mehr. Das kann ich leider nicht sagen, aber das werde ich rausfinden. Ja. Los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier. Und das tun wir auch. Wir verschwinden von hier. Bis in die nächste Episode. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts mehr. Passiert jetzt noch was? Sterben! Okay, wir kriegen eine Erklärung übers Sterben. Wenn Sie sich in Sicherheit bringen, während Sie sterben, werden Sie sich erholen. Werden Sie jedoch angegriffen, während sich Ihre Anzeige füllt, sterben Sie augenblicklich. Okay. Also, wir entwickeln auch so Dinge wie Durchschlagskraft der Waffe und so weiter und so fort. Ich muss mal gerade gucken, ob wir da irgendwie in dieses Menü kommen. Blenden Sie die Statistik? Nein. Rüsten Sie Fähigkeiten aus. So, genau. Wir kriegen verschiedene Fähigkeiten-Slots. Das sind, glaube ich, bis zu 12 Slots im Endeffekt oder 8 auf jeden Fall. Und da können wir dann, ihr seht da links, 3 Fähigkeiten und die können wir dann ausrüsten entsprechend. Wir sammeln Fähigkeitenpunkte. Die liegen hier so quasi wie Munition auf dem Boden, nachdem wir was getötet haben. Und damit leveln wir den Charakter ein bisschen hoch. Damit werden halt Dinge wie Ausdauer verbessert, Zielgenauigkeit und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es am Anfang auch noch so ein bisschen schwammig. Mehr dazu sage ich euch aber in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann erkunden wir weiter diesen wunderschönen Campus. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.